Gut gemacht. Ihr seid den Prüfungen des Nexus würdig. Als nächstes schauen wir uns Stufenaufstiege sowie die Verwendung von Heilbrunnen und Söldnern an. Wollen wir anfangen? Jo, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und willkommen hier zum First Look von Heroes of the Storm. Ich habe mir hier das Gründerpaket zugelegt, damit ich das auch mal spielen darf. Ich war schon sehr gespannt. Ich habe leider keinen der einzigen Beta-Keys bekommen. Also musste ich sehen, wie ich das schaffe. Und ja, mit diesem Gründerpaket habe ich noch ein bisschen Bonusmaterial bekommen. Ich war schon mal kurz hier drin. Und deswegen Mission abgeschlossen. Das war irgendwie so ein kleines Tutorial. Aber das können wir ja gleich mal nochmal spielen. Ich habe hier einen Brief. Ausstehende Einladungen. Den akzeptieren wir natürlich. Den Vinux. Also gut. Das Tutorial spielen. Ja, Heroes of the Storm ist ein MOBA von Blizzard. Und wer Blizzard kennt, weiß, dass sie verdammt gute Spiele machen. Und da ich also ein MOBA-Fan bin, war das ein absolutes Muss, dieses hier von Battle.net bzw. von Blizzard zu holen. Ich hoffe, das enttäuscht mich nicht. Zwei Kollegen haben das auch schon gespielt. Der eine meint, es ist nicht so, der andere meint, es ist so. Naja, bilden wir uns unsere eigene Meinung, ja? Nachdem der Ladebildschirm hier mal durchgeht. Ja, geht doch. Ich hoffe, ihr seid bereit, Rayna. Jetzt wird es ernst. Wenn ihr verletzt seid, kehrt zu unserer Halle der Stürme zurück. Dort werden eure Wunden mit der Zeit automatisch geheilt. Wie zuvor geht es darum, die gegnerische Zitadelle zu zerstören. Also, ich sehe das so. Drei Wege führen zur anderen Basis. Besser, wir sorgen dafür, dass alle Wege abgedeckt sind. Jetzt habt ihr es begriffen, Junge. Folgt mir in die Schlacht und macht euch kampfbereit. So, meine Fähigkeiten sind alle drei schon die Schlacht beginnt auf Stufe 1. 10 Sekunden. Wieso habe ich hier dieses komische Pferd? Rayna, ich könnte auf diesem Weg eure Hilfe gebrauchen. Alles klar. Stürzt euch in den Kampf. Ich kann da einfach durchlaufen. Wie dumm ist das denn? Und ich verliere auch mein Pferd nicht. Ah! Wenn ihr gegnerische Diener, Helden oder Gebäude vernichtet, erhält unser Team Erfahrung. Geil. Hier werden Stufe und Erfahrung beider Teams angezeigt. Sobald die blaue Leiste voll ist, steigt unser Team auf und wir werden alle stärker. Dann wollen wir uns mal eine Stufe holen. Du kannst auf mich zählen. Rechter Mausklick. Rechtsklicken bricht eine Fähigkeit ab. Nutzt den Linksklick, um eine Fähigkeit einzusetzen. Oh, Diablo ist am Start. Und neue Stufe erhalten. Sehr gut, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Und was eure jetzt? Werte haben sich erhöht und eure Fähigkeiten sind stärker geworden. Hört sich gut an. Da siehst du mal, hey. Die stehen schon vor unserer Tür. Zeigen wir es ihnen. Mut machen erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit und die naher Verbündeter. Nutzt es so oft ihr könnt.
Komm schon, den kriegen wir. Und. Das könnte gut werden. Ja. Genau zwischen die Augen. Schon habe ich einen Double Kill. Oh Mann, ey. Ihr seid alle meiner nicht würdig. Tada. Was muss, das muss. Ja, genau. Ja, der Charakter ist auch gar nicht mal so schlecht. Oh, kleiner Übungskampf hier. Wow. Diablo ist wieder am Start. Junge. Es ist gefährlich, einen Turm ohne unsere Diener anzugreifen. Ja, natürlich. Das könnte gut werden. Der Diablo ist auch dumm, ey. Gegner getötet. Rainer, wir könnten hier eure Hilfe gebrauchen. Wir werden diese Riesen überreden, sich uns anzuschließen. Ah, jetzt kommt diese Spezialität von Heroes of the Storm. Das muss. Wie kann ich denn mein Reittier wieder benutzen? Ah, auf Y. Spezialität des dieses Spiels, dass man auch so Feinde für sich gewinnen kann. Stellt euch einen Augenblick lang in das Signal, ja? Wunderbar. Sobald ein Söldnerlager besiegt wurde, werden sie sich uns anschließen und entlang des nächstgelegenen Weges angreifen. Das ist cool. Alles klar. Dann eskortieren wir diese Riesenviecher mal zum Fort und jagen das Ding in die Luft. Ja. Mit einem Reittier könnt ihr euch viel schneller bewegen. Die Standardtaste dafür ist Y. Zeigen wir es ihnen. Riesen sind sehr gut darin, Forts aus der Entfernung zu zerstören. Mut machen erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit und die naher Verbündeter. Nutzt es, so oft ihr könnt. Ja, ist ja gut. Yo. Adrenalin raus, halt automatisch. Ah, ja. Das ist eine Passivfähigkeit. Mit Durchschlagsmunition könnte ich diese Gruppe von Gegnern schnell ausschalten. Wow, da hat jemand her. Ja. Das war nicht meiner. Jetzt überrennen wir die aber. Ja, das gefällt mir bis jetzt. Und die haben keine Chance. Du kannst auf mich zählen. Ihr habt eure heroische Fähigkeit freigeschaltet. Eine mächtige Fähigkeit, die in der Schlacht die Wende bringt. Passt die Ult sozusagen, wann ihr sie einsetzt. Die heroische Fähigkeit. Ah, die werfen Steine. Meiner. Ja. Zieht euch zurück, Junge. Es ist gefährlich, einen Turm ohne unsere Diener anzugreifen. Fast wäre ich gestorben. Ah, meine Passivfähigkeit. Die zerpflücken wir hier aber hin. Und da ist die Zitadelle. Wieso erhält sie Leben? Aber klar doch. Ah, yes. Verschwinde. Das kommt gleich wieder meine heroische Fähigkeit, Leute. Ich wette, wenn ich jetzt die Hyperion anfordere, können wir die Kerle alle ausschalten.
Sieg. Yeah. Das war zwar nur mit Bots, aber es hat richtig Laune gemacht, ey. Oh, verdammt cool. Beeindruckend. Ich glaube, ihr seid nun bereit, mehr über eure Talente zu erfahren und zu lernen, wie ihr die Fähigkeiten eures Helden anpassen könnt. Was meint ihr? Ja, ist eine gute Idee. Da brauche ich ja hier schon gar nichts mehr zu erklären in diesem Video. Das machen die ja alles selbst. Also los. Die Talente eures Helden ermöglichen die persönliche Anpassung und Verbesserung seiner Fähigkeiten. Öffnet die Talentübersicht. Die Standardtaste dafür ist N. N. Ihr könnt zwischen diesen Talenten wählen. Fahrt mit der Maus über ein Talent, um mehr darüber zu erfahren. Pro 6 in der Nähe des Helden getötete gegnerische Diener oder Söldner wird der Schaden automatisch Angriff um 1 erhöht. Ein getöteter Gegner hält zählt als 2 getötete Diener. Cool, aber ich behalte die Heilung. Eine gute Wahl. In gewissen Stufenabständen könnt ihr neue Talente wählen, euren Helden verbessern und seine Kampfweise anpassen. Ja, dann legen wir mal los hier, oder was? 20 Sekunden. Ich gehe da in die Mitte hier. Ich bin einfach zu gut. Du kannst auf mich zählen. Die Schlacht jetzt komme ich nicht durch. 10 Sekunden. Vorher hat's geklappt. Mit Erzengel Tyrael. Ja, Mann. 5, 4, 3, 2, 1. Lass die Schlacht beginnen. Was muss, das muss. Wenn wir das hier einnehmen. In Büschen versteckte Helden sind für Gegner unsichtbar. Sie werden wieder sichtbar, wenn sie die Büsche verlassen oder ein Gegner dieselben Büsche betritt. Geht doch. Das könnte gut werden. Teams erhalten Erfahrungspunkte durch die Vernichtung gegnerischer Helden, Diener oder Gebäude. Dafür muss sich jedoch ein Held in der Nähe befinden. Naja. Kann man das nicht irgendwie einnehmen? Das könnte gut werden. Oh. Jederzeit. Auf mich zählen. Ein tödlicher Schlag. Wild ein Talent. Pech gehabt. Wild ein Talent. Was war's? N. Verfeinerte Optik. Erhöht die Reichweite automatischer Angriffe. Fokussiert alle 10 Sekunden, verursacht der nächste automatische Angriff. Jo. Aber ich will erstmal die Reichweite. Zeigen wir es ihnen. Sie ist ja schon wieder da. Nein, der ging daneben. Das war amüsant. Wow. Das weniger. Muss noch schneller werden. Halt in Ordnung. Ihr habt nur noch wenig Lebenspunkte. Benutzt den Ruhestein, um euch zurück zur Basis zu teleportieren und zu heilen. Die Standardtaste dafür ist... Aber. Gegner getötet. Das brauche ich nicht. Ein
Ausgezeichnet. Das muss, das muss. Türme und Forts benötigen Munition. Wenn ihnen diese ausgeht, können sie nicht mehr feuern, bis sie regeneriert wurde. Talente verbessern die Fähigkeiten des Helden entscheidend. Wählt Talente sofort, wenn sie verfügbar werden. Großkaliber erhöht den Rückstoß der Rücken 100% mehr Schaden. Yo. Gang zulegen erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 10, wenn Mutmachen eingesetzt wird, somit um weitere 5% für den verbündeten Helden, dem Mut gemacht wird. Mach mal Schaden. Ja, ja. Neue Stufe. Okay. Wo ist ein Tyrael? Ihr habt nur noch wenig Lebenspunkte. Gut gemacht. Benutzt den Ruhestein, um euch zurück zur Basis zu teleportieren und zu heilen. Die Standardtaste dafür ist B. Wenn er unbedingt will. Wo ist mein Erzengel? Bottom. Ich glaube, ich sollte den mal Gesellschaft leisten. Wählt ein Talent. Gern. Heroische Fähigkeiten, natürlich. Hört sich gut an. Da ist es Asmodan gewesen. Was ist der? Kommt der halb tot? Doppelkill. Wo ist das denn? Das war amüsant. Gegner getötet. Doppelkill. Ja, ja. Genau zwischen die Augen. Chaos. Was machst du? Wieder daneben. Ich sehe nur nie, ob ich den Gegner getötet habe oder jemand anders. Das ist ein bisschen nervig. Die Kunst des Krieges mutmachen verringert die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern. Riesentöter automatisch Angriff gegen gegnerische Helden verursachen Bonusschaden hier. Okay. Was muss, das muss. Gut gemacht. Die Kämpfe sind hier tatsächlich alle immer so kurz. Und es ist jetzt nicht nur wegen dem Training so. Wow, muss hier raus. Doppelkill. Ein ausgezeichneter Kampf. Ihr seid verwundert.
Ist mir egal. Ihr habt nur noch wenig Lebenspunkte. Wir kämpfen. Benutzt den Ruhestein, um euch zurück zur Basis zu teleportieren und zu heilen. Die Standardtaste dafür gut ist. Gemacht. Wow. Dreifach Kill. Triple Kill. Ein ausgezeichneter Schlag. Splitter-Munition, jedes weitere getroffene Ziel erhöht den Schaden der dunklen Durchschlagsmunition. Scharfrichter, automatische Angriffe fügen verlangsamten Bewegungsfähigkeiten oder... Wow. Held des Sturms! Gegner getötet. Oh. Nicht einmal der Tod hält die Gerechtigkeit auf. In Ordnung. Das war's. Mein Beileid. Doppelkill. Einfach Kill. So geht das, meine Damen. Wow. Das wird ein Pentakill. Ja. Das gegnerische Team wurde vernichtet. Um es zu regenerieren, trinkt von einem Heilbrunnen oder kehrt mittels Ruhestein in die Basis zurück. Ihr seid verwundet. Sucht schnell einen Heilbrunnen auf. Das könnte gut werden. Wie viel Leben hat dieser Karton denn? Oder ist es schon die Zitadelle? Ihr habt nur noch wenig Lebenspunkte. Benutzt den Ruhestein, um euch zurück zur Basis zu teleportieren und zu heilen. Die Standardtaste dafür ist B. Ich zähle. Mhm, die haben wieder ein paar Orks mitgebracht. Die kann ich nicht mal blocken. Gegner getötet. Euer Mana aus. Um es zu regenerieren, trinkt von einem Heilbrunnen oder kehrt mittels Ruhestein in die Basis zurück. Aber das ist alles nicht nötig. Fünffach Kill. Das gegnerische Team wurde vernichtet. Fünffach Kill. Jetzt aber hier. Ah, das ist die Zitadelle. Mal raus hier. Mit einem Reittier könnt ihr euch schneller bewegen. Die Standardtaste dafür ist Y. Das läuft. Ja, das macht schon Spaß, das Spiel.
Oh, jawohl. Das war sehr amüsant. Euer Mana ist niedrig. Um es zu regenerieren, trinkt von einem Heilbrunnen oder kehrt mittels Ruhestein in die Basis zurück. Nein, den nehmen wir noch mit. Ja. Yeah. Wählt ein Talent. Das war nicht meiner. Dreifach Kill. Die lassen sich aber auch auseinander. Talente verbessern die Fähigkeiten des Helden entscheidend. Wow. Wählt Talente sofort, wenn sie verfügbar werden. Ein tödlicher Schlag. Tja. So viel dazu. Schlachtgeschütze erhöht die Anzahl der Schüsse auf ein Ziel pro Salve auf 2. Das ist gut. Machen wir jetzt das Ding endlich fest. Mit einem Reittier könnt ihr euch schneller bewegen. Die Standardtaste dafür ist Y. Die wehren sich aber, hey. Euer Mana ist niedrig. Um es zu regenerieren, trinkt von einem Heilbrunnen oder kehrt mittels Ruhestein in die Basis zurück. Das könnte gut werden. Na los! Wow! Gut, dass ich diese Passivfähigkeit habe. Ihr habt der war wenig knapp. Lebenspunkte. Benutzt den Ruhestein, um euch zurück zur Basis zu teleportieren und zu heilen. Die Standardtaste dafür ist B. Das war amüsant. Raiders. Doppelkill. Das gegnerische Team wurde vernichtet. Ein ausgezeichneter Schlag. Also wenn wir jetzt nicht gewinnen, weiß ich auch nicht. Ja. Ein verdienter Sieg, Helden. Was muss das sein? Jedes Schlachtfeld wird von einem mächtigen Herrscher kontrolliert, der die Helden in legendären Ereignissen gegeneinander antreten lässt. Klickt auf Spielen und startet ein Übungsspiel, um mehr zu erfahren. Mhm. So, damit haben wir das Training und das Tutorial durch. Ihr habt das Spiel gesehen. Hier kann ich die Gruppensuche beitreten. Rainer! Held wechseln, also ich kann den Held natürlich im Vorfeld wechseln. Ich habe Diablo freigespielt. Und ein paar andere Reittiere, da habe ich natürlich auch eins. Da ist er. Den nehmen wir. Skins. Da kann ich den hier nehmen. Alles klar. Bleiben wir beim Standard Diablo. Und Fähigkeiten. Heroische Fähigkeit. Kanalisiert Fähigkeit, die Schaden verursacht, kann auf ein neues Ziel ausgerichtet werden. Und greift alle gegnerischen Helden auf dem Schlachtfeld an. Apokalypse. Ja. Yeah. Ich kann jetzt die Fähigkeiten sowieso noch nicht ändern. Unterwerfen. Schattenstoß stürmt auf einen Gegner zu und stößt ihn zurück. Feuerring schleudert Feuer, Flammenwellen in alle Richtungen. Ja, also... Ah, hier sind die Talente. Wiederbelebung erfordert weniger Seelen. Verringert die Wiederbelebungskosten auf 60 Seelen.
erhöht für jede Seele die Lebenspunkte um 5 und die Lebensregeneration um 1. Naja, ist cool. Achso, die habe ich schon freigeschalten. Und der Rest geht noch dann. Stufe 4, 5, 6, 7. Das ist ganz cool. So. Also dann, meine Damen und Herren. In diesem Sinne sage ich, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und jo, das Spiel, also mir hat es Spaß gemacht, ist zu empfehlen. Wenn ihr nicht gerade das Gründerpaket kaufen wollt, müsst ihr eben warten, bis es released ist. Weil wir sind ja gerade noch in der Closed Beta. Aber es ist ganz cool, muss man schon sagen. Und mit diesem Wort sage ich Tschaußen.